Die 23. internationale Leitmesse der Outdoor-Branche, die Outdoor 2016, konnte heuer 960 Aussteller aus 40 Nationen begrüßen und 21.507 Fachbesucher anziehen. Einige Innovationen wurden vorgestellt, darunter auch erstmals ein handliches Kommunikationssystem, welches auf Bluetooth-Basis funktioniert. Die Anwendungsbereiche beim Gerät sind sehr vielfältig. Skisport zum einen. Der Lehrer hat einfach unmittelbar die Möglichkeit, direktes Feedback zu geben, was der Schüler dann sofort umsetzen kann. Reitsport, aber auch eben Wassersport, Surfen, Kiten, Segeln auch. Ein Vorteil von unserer wasserfesten Edition ist einfach, dass das Gerät auch in sehr windstarken oder in lauten Umgebungen eingesetzt werden kann. Ein wesentlicher Vorteil des Bluetooth-Kommunikationsgerätes ist aber auch, dass insgesamt bis zu 6 Personen über eine Entfernung von bis zu 500 Metern miteinander sprechen können, ohne dabei auf ein Mobilfunknetz angewiesen zu sein. Es gibt einige Vorteile zu normalen Funkgeräten, und zwar bildet sich durch das Bluetooth-Pairing ein geschlossener Kommunikationskreis. Es gibt also kein Dazwischenfunken, man muss auch keine Kanäle wählen oder ähnliches, und es ist überall zugelassen. Das Kommunikationssystem ist nicht nur federleicht und robust, sondern lässt sich auch mit Handschuhen gut bedienen, was besonders im Skisport vorteilhaft ist. Doch damit nicht genug. Ständig wird an der Weiterentwicklung des C-Coach gearbeitet. Zudem wird mit dem eigenen Entwicklerteam schon an neuen Produktideen gefeilt. Nicht nur ein zuverlässiges Funksystem, sondern auch die richtige Kleidung trägt zum Outdoor-Vergnügen bei. Dabei kommt es nicht nur auf die modische Linie an, sondern auch auf den materiellen Aufbau einer Jacke. Denn heutzutage gilt, scheinbar verrückte Farbkombinationen bei Outdoor-Bekleidungen liegen absolut im Trend. Trotzdem darf die Funktionalität nicht darunter leiden. Das ist die Herausforderung an die Outdoor-Bekleidungshersteller. Und dann jetzt, was freut uns, den ganzen Direktalpin-Team, am meisten ist sind die Farben. Also, dass die Farben wieder ein Trend sind, die oft verrückte Farbenkombinationen sind sehr beliebt, und es ist sehr interessiert, damit zu arbeiten und auch nicht nur für uns als Produzent und Entwickler, aber auch für Händler. Bekannte Sportarten erscheinen nun mit internationaler Bezeichnung und erfreuen sich so steigender Beliebtheit. Beim Trailrun handelt es sich um den bekannten Geländelauf, der auch Stunden dauern kann. Dabei spielt der Flüssigkeitsverlust eine große Rolle. Eine neue spezielle Trailrun-Weste schafft hier Abhilfe. Die Leute, die das machen, die sind doch oft 6-7 Stunden im Gelände unterwegs und müssen natürlich während dieser Zeit einen enormen Trinkvorrat mitführen, weil sie unterwegs keine Möglichkeit haben, sich irgendwie mit Wasser oder mit Flüssigkeit zu versorgen. Und für diesen Zweck haben wir zum Beispiel eine Weste entwickelt, wo man 2 Flaschen hineinstecken kann, einen Trinkbeutel hinten hineingeben kann, eine Regenjacke mitführt und auch ein Erste-Hilfe-Set dabei hat und Müsli-Riegel verstauen kann, das Handy unterbringen kann. Und das ist eigentlich ein neues Produkt, das speziell für diese Sportart auch entwickelt wurde. Outdoor bedeutet aber auch Campen. Heutzutage will niemand mehr schwere Klappsesseln mit auf die Reise nehmen. Neuerdings gibt es federleichte Sitzgelegenheiten, die leicht zerlegbar sind. Das wiegt nur noch 490 Gramm, den Stuhl 510 Gramm verpackt, mit einem Packmaß, so ein kleines Tasche, kleiner wie ein kleiner Schuh, eigentlich hält bis 120 Kilo, so klein, leicht, stark. Auf dieser internationalen Messe waren auch Unternehmen aus den USA vertreten. Eine davon kam von der amerikanischen Westküste aus Oregon, wo sehr oft die Sonne scheint. Da ist die richtige Kopfbedeckung ein Muss. Wir haben in den letzten 25 Jahren Produkt für Produkt entwickelt. Was dies bedeutet ist, wir sind wirklich gut in der Produktion für Kopfbedeckungen. Was das bedeutet ist, wir sind wirklich gut in der Produktion für Kopfbedeckungen.
Damit schließt sich unser Rundgang auf dieser Messe und man darf gespannt sein, welche Trends nächstes Jahr angesagt sind.